vorzulesen, den sie an Herrn Grant Henrik Tonne geschrieben hat und an mehrere Institutionen, dass sie endlich aufwachen. Sehr geehrter Herr Tonne, ich bin Klassenlehrerin einer staatlichen Grundschule. Als die Kinder meiner Klasse etliche Wochen nach der von einem auf den anderen Tag beschlossenen Zwangsschulpause wieder in die Schule kamen, war alles anders als vorher. Die Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils nur jeden zweiten Tag in die Schule kommen. Die Kinder sitzen an Einzeltischen und sie müssen sich ständig die Hände waschen und Abstand halten. Auch in der Pause beim Spielen. Stations- oder Freiarbeit, Gruppen- oder Partnerarbeit sind nicht mehr möglich. Der Unterricht findet ausschließlich frontal statt und im Gleichschritt statt. Es werden nur noch Hauptfächer unterrichtet. Die Fächer Kunst, Musik, Werken, Textil, Sport finden nicht mehr statt. Dabei sind dies so wichtige Fächer, um die Kreativität, den Zugang zu sich selbst, die Selbstbewusstwerdung und natürlich das Musische, die Bewegung und das Handwerkliche zu fördern. Die Kinder wirken verunsichert, wissen nicht, wie und was sie im Abstand von 1,50 Meter spielen können und haben Angst. Angst, sich oder die Familie anzustecken. Angst, etwas falsch zu machen. Es lastet ein dauerhafter, unterschwelliger Druck auf die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen. Nun halte ich diese Regel nicht für gesundheitsbewahrend, sondern für gesundheitsbelastend. Die fragwürdigen Zahlen, an denen so viel festgemacht wird, gehen immer weiter zurück. Dennoch werden die einengenden Maßnahmen nicht aufgehoben. Die Regelung, Abstand zu halten, halte ich für besonders für Kinder traumatisierend. Es ist natürlich gesund und menschlich, miteinander zu sein, einander zu berühren, zu umarmen, einander körperlich nah zu sein. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Babys sterben, wenn sie längere Zeit nicht berührt werden. Es gehört zu meinem Beruf dazu, den Kindern liebevoll zu begegnen. Wie oft kommen Kinder auf mich zu und wollen mich umarmen? Die neuen Erstklässler, die nach den Sommerferien eingeschult werden, brauchen oft ein bisschen Zeit, um sich einzugewöhnen. Alles ist neu für diese kleinen, frisch eingeschulten Kinder. Manchmal gibt es deswegen auch Tränen. Oder es gibt auch Tränen wegen eines kleinen Unfalls oder Streits. Und dann soll ich weinende Kinder aus 1,50 Meter heraus abtrösten? Davon träume ich schon und mir kommen deswegen regelmäßig die Tränen. Die Abstandsregeln führen meiner Ansicht nach zu schweren Verletzungen der Seele und zu Verletzungen des zwischenmenschlichen Umgangs, die wir uns gar nicht ausmalen können. Was aber jetzt schon deutlich wird, ist, dass wir unsere Mitmenschen als potenziell gefährdend einordnen, da sie den Virus übertragen könnten. Welch Schicksale verbergen sich hinter diesen angstbewirkenden Verordnungen? Aber wir fürchten nicht nur die anderen als Gefahr für unsere Gesundheit, sondern sehen auch uns selbst als gefährdend für die Gesundheit anderer. Insbesondere Kinder ordnen sich selbst als gefährdend ein, da sie befürchten, ihre Eltern oder Großeltern anstecken zu können und somit für deren etwaige Erkrankung oder sogar Tod verantwortlich zu sein. Diese vor allem von den Medien, aber auch von den Kolleginnen und anderen Erwachsenen auferlegte Angst tragen die Kinder als Grundbelastung in sich, die schwer traumatisierend ist und eine freie, unbeschwerte und kindliche Lebendigkeit und Entwicklung extrem behindert. Auch die Maskenpflicht an Schulen finde ich skandalös. Einerseits ist das Tragen von Masken gesundheitsschädlich, da sie zum Teil giftige Stoffe enthalten, die eingeatmet werden. Auch kann der Atemrückstau zu Schwindel führen und die Masken können zu Viren und Bakterien schleudern werden. Da Kinder nicht in der Lage sind, die Masken hygienisch einwandfrei auf- und abzusetzen.
Nein, Erwachsene auch nicht, da habt ihr recht. Also wir wollen das Ding doch auch gar nicht. Dies kann die maskentragenden Menschen krank machen und zu Atemwegsinfektionen, Lungenentzündungen und etc. führen. Andererseits halte ich das Tragen von Masken für äußerst traumatisierend. Die Mimik ist nicht mehr zu erkennen und damit auch nicht der Gemütszustand des Gegenübers. Wir anonymisieren uns, verstummen unter den Masken, werden gesichtslos und damit leer und seelenlos. Die Maskierung vergrößert den 1,50 Meter Abstand noch um ein Vielfaches. Wie soll ich als Lehrerin innerhalb dieser Regeln, deren Sinnhaftigkeit ich ohne dies stark anzweifle, mit den Kindern eine Beziehung aufrechterhalten? Lernen funktioniert aber nur über die Beziehung. Wenn ich eine Klasse neu übernehme, bedeutet das als erstes Beziehungsaufbau. Ich kann aber maskiert und auf Distanz von 1,50 Meter keine Beziehung aufbauen oder aufrechterhalten. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom 19.05.2020 fordern die Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, die Deutsche... Okay. Was auch immer, genau. Wo war ich? Die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, Kitas, Kindergärten und Grundschulen zeitnah wieder zu öffnen, und zwar ohne massive Einschränkungen. Es könnte durchaus die komplette Klasse unterrichtet werden, solange sich verschiedene Klassen nicht auf dem Schulhof treffen. Letzteres verstehe ich nicht, da es in der Stellungnahme weiter heißt, dass zahlreiche Erkenntnisse gegen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch Kinder sprechen. Kinder würden bei der Ausbreitungsdynamik keine herausragende Rolle spielen. So bitte ich Sie zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen und damit zum Wohle unserer Gesellschaft. Setzen Sie sich dafür ein, dass mit sofortiger Wirkung die Abstandsregeln zugunsten der psychischen und physischen Gesundheit unserer Kinder aufgehoben und die entmündigende, anonymisierende Maskenpflicht in Schulen verboten werden. Der Schaden dieser Maßnahme ist größer als er je fragwürdige Nutzen. Unterstützen Sie die Vermittlung dessen, was förderlich für die Gesundheit ist. Fastfood meiden, stattdessen viel Obst und Gemüse essen, Bewegung an der frischen Luft, freies, ungebundenes Spiel, Sport und Körperkontakt. Mit freundlichen Grüßen unserer anonymen Lehrerin. Ich mag nur ein paar kleine Sätze von mir persönlich dazu sagen. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass Lehrer, dass alle Menschen, die dem Staat auch unterliegen, gar nicht ihre Meinung frei äußern können, ohne dass sie bedroht sind. Und ganz, ganz schlimm finde ich dazu, dass wir anscheinend hier alle so lange warten müssen, bis auch die nochmal persönlicher betroffen sind, dass sie sich endlich trauen, auf die Straße zu gehen. Das ist nämlich auch so ein Knackpunkt. Ich kann es verstehen und ich stehe gerne für sie ein und spreche hier anonyme Reden. Aber es wird langsam Zeit, dass wir mehr werden und mutig werden. Wirklich jetzt. Sprecht mit den Leuten und sagt ihnen das. So, und jetzt übergebe ich wieder an unseren Olli oder an wen auch immer. Vielen Dank.